Liebe Bürgerinnen und Bürger, ich darf Sie wieder ganz herzlich hier auf LaTV begrüßen und freue mich, dass wir nach dem Zwiebelfest hier wieder zusammenkommen können. Ja, der Sommer scheint langsam zu Ende zu gehen, Schule, Kindergarten beginnt wieder und auch die Wettervorhersage sagt, dass es mit den ganz heißen Tagen scheinbar zu Ende geht. Es gab viele Veranstaltungen, viele Feste, Ferienspiel und vieles mehr. Ein herzliches Dankeschön für dieses Miteinander, fürs Ausrichten der Feste und Veranstaltungen, aber auch fürs Besuchen. Denn auch hier ist dieses Miteinander gut und wichtig und das durften wir den ganzen Sommer überspüren. Bei uns gab es keine Sommerpause im Gemeindeamt selbst, wurde fleißig weitergearbeitet, vieles optimiert, vieles wieder beschlossen und auch vieles natürlich umgesetzt. Im Haus schauen wir auch besonders darauf, dass hier optimiert wird. Wir haben bei der Burg vieles gemacht und werden noch vieles tun. Es gibt dann schon bald einige Feste in der Burg auch wieder und wir arbeiten gerade daran, dass der Butterfassturm, Sie sehen ja die Eingerüstung, dass der bald begehbar ist. Es gibt schon die Zugangskontrolle und wir werden natürlich die einzelnen Plattformen überwachen müssen, denn man kann hier ganz alleine hineingehen und die Sanierung der Wände, die jetzt nicht nach außen hin aufwendig ausschaut, aber nach den Gründen der und nach den Vorgaben der Restauratoren und des Bundesdenkmalamtes vollzogen werden musste, die möchten wir nicht zerstört haben. Es wird zwar hier gefilmt, aber wir schauen uns das nicht an. Aber sollte eine Beschädigung da sein, dann darf die Polizei nach einer Anzeige das natürlich auswerten. Und ganz oben soll eine Panoramakamera für Sie kommen, denn dann können Sie, auch wenn Sie nicht auf den Turm hinaufgehen können oder wollen oder nicht jedes Mal wollen, in der Früh nachschauen, wie schaut das Wetter bei uns aus und haben den ganzen Blick über die Stadt, aber auch weit hinaus in das Land hinein. Und ich glaube, das wird ganz schön werden auch. Die Pflanzen selbst, die haben unter dieser Hitze leider schon sehr gelitten. Und Sie haben es wahrscheinlich gemerkt, wir haben unheimlich viel gegossen. Und trotzdem war es so, dass die Bäume, die großen, die wir nicht gegossen haben, sogar viele davon sehr belastet waren. Wir haben ja regelmäßig in unserem Programm, dass wir haben Experten, Externe, die die Bäume anschauen. Und Sie haben ja schon gemerkt, unsere Bäume haben ja Nummern. Wir müssen die ja auch natürlich genau anschauen, regelmäßig. Und da haben wir das den ganzen Sommer auch schneiden müssen und müssen das jetzt auch wieder tun, da wo Totholz einfach da ist. Aber es gibt Bereiche, da schaut es jetzt mal so aus, als könnte es vielleicht im Frühjahr wieder nachkommen. Aber hier sind wir ganz intensiv dran. Danke auch für Ihre Arbeit an den vielen Beeten, die es hier gibt und die so gut von Ihnen gepflegt werden. Auch hier ist das Miteinander schön zu erkennen. Vielen Dank. Ja, wir haben uns wieder entschlossen, das Konzept mit den Wickelrucksäcken beizubehalten. Sie können sich vielleicht erinnern, wir haben es schon mal erzählt, für unsere Neubürger gibt es einen Wickelrucksack und ein paar kleine Willkommensgeschenke und diese Wickelrucksäcke werden wir weiter fortsetzen. Man kann dann aber diesen Rucksack auch so verwenden, also diese Wickelauflage muss man nicht drinnen lassen und falls Sie Interesse haben, melden Sie sich bei uns, man kann die auch bei uns käuflich erwerben. Die Hertha-Scheiner-Stiftung hat ihre Sitzung gehabt und konnte wieder schön ausschütten an die Begünstigten. Das freut mich natürlich auch ganz besonders. Für die Musikschule haben wir geschaut, dass die Musikinstrumente wieder ein bisschen erneuert werden. Für die Volksschule, für den Kindergarten, alles ist gut hergerichtet. Und wir wissen, dass in der Stadt selbst rege Bautätigkeit ist, ob das jetzt Wohnungen, Reihenhäuser oder Einfamilienhäuser sind. Hier tut sich vieles. Menschen ziehen gerne zu uns zu. Es gibt eine gute und hohe Lebensqualität. In Wulzeshofen wird auch Bauland gebraucht und hier machen wir gerade eine Lärmmessung, wenn es natürlich in der Nähe der Bahn liegt und das jetzt neu aufgeschlossen werden muss, sind auch hier Messungen natürlich notwendig. Wenn das altes Gebiet ist, dann war das damals noch nicht so, aber heute muss das alles gemacht werden. Ja, und WLAN am Stadtplatz, das ist uns auch ein wesentliches Anliegen immer schon gewesen, aber es musste eben ganz günstig sein und musste natürlich ganz, ganz sicher sein und das ist uns gelungen und daher wird es auch jetzt schon das WLAN am Stadtplatz geben, wird gut genutzt. Man muss sich zwar registrieren, das, glaube ich, ist eine gute Sache und kann das auch hier gratis nutzen. Dieses Miteinander, das funktioniert sehr gut bei uns, aber in einem Fall ist mir ganz besonders wieder aufgefallen, dass doch Menschen dieses Miteinander nicht leben können. Und zwar denke ich an den Kreisverkehr. Sie sehen ja, wie schön unsere Kreisverkehre sind, ob es die Firma Gartler den einen gestaltet oder Aquanatura oder die beiden schönen mit der Burg und dem wunderschönen Rathaus, auch die unsere Frau Gemeinderätin Helga Nadler ja organisiert hat.
Die sind wunderschön und wir freuen uns wirklich daran. Aber gerade bei dem letzten, der entstanden ist, bei Aqua Natura, ist plötzlich ein Teil dieses Rasens, des Kunstrasens, gestohlen worden, angeblich am helllichten Tag. Also manche Menschen verwechseln mein und dein und dieses Miteinander kann hier leider nicht gelebt werden. Falls Sie dazu etwas wissen, bitten wir Sie um sachdienliche Informationen, auch an die Polizei bitte. Ja, aber es geht weiter mit viel, viel Arbeit. Das ist gut so, denn es soll sich vieles bewegen. Aber es gibt auch wieder viele Veranstaltungen und ich darf auf ein paar hinweisen. Wir werden einen Wandertag machen, Wandern mit anderen von der Aktion Tut Gut. Das wird am 8. Oktober sein. Wir haben das Mobilitätsfest jetzt Ende September, am 23. ist das, glaube ich. Dann haben wir die Umfahrung, die wir auch noch Anfang Oktober eröffnen werden und auf die wir uns natürlich schon sehr, sehr freuen. Der Feuerwehrheurige wird sein, das Bluterfest, der Kirtag in Ungerndorf und viele, viele andere Feste und Veranstaltungen. Und dazu darf ich Sie ganz herzlich einladen und darf natürlich denen, die das organisieren, ein herzliches Dankeschön sagen. Daher bleibt mir allen Schülerinnen und Schülern, den Kindergartenkindern, den Eltern, den Lehrern, allen, die jetzt mit Schule und Kindergarten zu tun haben, wieder einen guten Start in das neue Schul- und Kindergartenjahr. Ihnen einen guten Start in den bald kommenden Herbst. Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal hier oder vielleicht anderswo sehen. Alles erdenklich Gute.